Wäre soweit. Ja, sollen wir schon mal machen? Auch einfach los. Ja. Ja, damit das dann mal rüber ist. Ich nehme es auch noch alle noch. Ja, hallo, hier ist Jens der Christ und heute stehe ich hier mit dem Initiator oder wer warst du dann da von diesem Flashmob hier in Köln? Open Doors Flashmob für verfolgte Christen in Köln. Das habe ich mitorganisiert. Genau. Ja, und wie kam es dazu, dass du diesen hier jetzt gemacht hast oder geleitet hast? Oder? Ich habe es ganz kurzfristig, eigentlich erst am vergangenen Samstag, erfahren, dass es überhaupt diese Veranstaltung, dass es die gibt. Ich kenne die Organisation Open Doors seit einer Weile. Auch in dieser Veranstaltung habe ich vorher eigentlich noch nicht gehört. Einfach weil mir das Leiden der verfolgten Christen sehr auf dem Herzen liegt. Wie gesagt, da kann man mal darauf aufmerksam machen und auch die Gelegenheit nutzen, um gemeinsam mit den Leuten für verfolgte Christen zu beten. Das ist eigentlich der Hauptanlass. Das heißt, erst seit Samstag gibt es diese Facebook-Gruppe und seit vergangenen Samstag. Und ohne dich wäre jetzt hier in Köln gar nichts gewesen, oder? Also das hätte vielleicht jemand anders gemacht. Jemand anderes, aber auch erst an einem Samstag, wo wir geregelt haben. Es hat vergangenen Samstag noch nichts, Freitagabend oder Samstagabend. Hast du irgendetwas von Open Doors irgendwie so gehört? Haben die dich irgendwie kontaktiert oder so? Eigentlich habe ich die versucht zu kontaktieren. Nur kurz mal ein E-Mail hin und her geschrieben. Aber nicht. Nein. Von denen gab es keine Koordination. Also. Eigentlich nur dieses Video auf deren eigener Seite, wo halt eigentlich nur der Durchlauf mal erklärt wurde, weil ich selber eigentlich auch noch nie an einem Flashmob teilgenommen habe und auch nicht so genau weiß, was ist das genau und wie geht das. Deshalb habe ich mir das Video einfach oft genug angeschaut und gesagt, aha, das können wir vielleicht auch machen. Und wie fandest du es dann heute? Also wie hat es jetzt hier? Es war nass, aber es war sehr gut eigentlich. Ich denke mal schon, dass es sich gelohnt hat. Es war schön, dass trotz des Sturms, trotz des Regens so viele Leute, so viele Christen zusammengekommen sind, um einfach dieses Anliegen der Verfolgung der Christen weltweit so den Leuten hier plausibel zu machen und auch gemeinsam zu beten. Das ist schon beeindruckend gewesen, dass so viele Leute da erschienen sind, trotz Regen, Sturm und auch so der aktuellen Situation. Und du hättest auch Lust, das nächstes Jahr nochmal zu machen? Wenn sich wieder so viel, ja, eigentlich schon, doch. Eigentlich. Das können wir schon machen. Und auch wieder zu organisieren, oder? Wäre ich zu bereit, würde es gerne auch schon mal weiter voraus dann mitplanen, weil das ist alles dieses Jahr sehr, sehr kurzfristig entstanden ist. Müssen wir natürlich schon mal wesentlich früher anfangen und dann ja, das heißt, würde ich eigentlich schon mal machen. Also ja. Man sollte dann früher planen. Wir haben ja auch versucht, in die Bahn reinzukommen, dann den zweiten Mal in die Bahn reinzugehen. Und da haben die dann uns gesagt, dass es da irgendwie keine Pflegegenehmigung gibt. Genau. Wir können es ja einfach mal versuchen, dass man in den Bahnhof das macht. Zumindest einfach mal fragen, dass man da diese Versammlung durchführen kann. Dass man mal versucht, das anzumelden. Ja. In irgendeiner Form rechtzeitig für 2016 wäre das ja schon dann. Vielleicht dann als Vorschlag für andere, die das dann so machen, frühzeitig informieren, wo kann man das machen und dann auch die entsprechenden Erlaubnisse dann da reinholen. Ja. Ich glaube, uns hat man gesagt, dass die Polizei da irgendwie das gestatten müsste oder so, dass wir uns an der Polizei wenden müssten oder so. Oder mal mit Open Doors sprechen, weil es hat wohl schon in anderen Bahnhöfen Flashmobs gegeben. Einfach mal nachfragen, wie das geht und wie man das dann in Köln wiederholen kann. Okay. Ja. Ja, dann.